Ja, auch von mir herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz und auch an alle, die ich noch nicht persönlich habe wünschen können, ein frohes neues Jahr, alles Gute für 2020, für das neue Jahrzehnt. Es ist ja für mich die erste Fraktionsklausur jetzt gewesen in dieser neuen Funktion als Fraktionsvorsitzende. Ich habe gestern durch den Tag geleitet und ich gehe mit großer Begeisterung aus dieser Klausur heraus. Also wir haben 2 Tage lang intensiv und sehr konstruktiv miteinander debattiert. Wir haben wichtige Beschlüsse gefasst und ich denke, so kann das weitergehen für uns als Linke. Ich werde Ihnen kurz sagen, über welche Themen wir gesprochen haben bei dieser Klausur und auf einiges dann noch ein bisschen näher eingehen. Gestern haben wir uns beschäftigt mit den Herausforderungen der Transformation. Da hatten wir einen Vortrag von dem Professor Dr. Oliver Nachtwey. Wir haben danach über unseren linken Aktionsplan für Klimagerechtigkeit gesprochen. Heute hatten wir 2 Themen. Einmal das Thema Eskalation zwischen Iran und Irak. Da hatten wir 2 Gäste, den Dr. Michael Lüders und den Dr. Volker Perthes. Und wir haben eben zum Abschluss noch über das Thema Bildungsgerechtigkeit gesprochen, das wir als Linke zu unserem Kernthema noch weiter ausbauen wollen, auch in nächster Zeit. Ich sage jetzt etwas zum Thema Herausforderung der Transformation, über das wir gestern gesprochen hatten. Wie gesagt, haben wir da von dem Professor Dr. Oliver Nachtwey einen Vortrag dazu gehört und darüber debattiert, welche Herausforderungen sich stellen und wie wir als Linke damit umgehen wollen. Und für uns als Linke ist ganz klar, natürlich ist es so, dass die Arbeitswelt Transformationen unterliegt. Das geschieht aufgrund der notwendigen Maßnahmen, die eingegangen werden müssen, um den Klimawandel zu stoppen, aber auch aufgrund der weiteren Fortschreitens der Digitalisierung. Und für uns als Linke ist ganz klar, es ist unser Ziel und es sollte das politische Ziel auch dieses Landes sein, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass die Beschäftigten mitgenommen werden in diesem Prozess, damit es eben nicht dazu führt, dass Menschen abgehängt werden und Einbuße haben, was ihr ganz persönliches Leben angeht. Der zweite Punkt, das ist der Aktionsplan Klimagerechtigkeit. Da bin ich persönlich auch sehr, sehr froh, dass wir das entsprechend abgestimmt haben und den beschlossen haben. Das Thema ist mir sehr wichtig. Wir haben einen sehr umfangreichen Plan zur Klimagerechtigkeit gestern beschlossen und über Details uns dazu auch abgestimmt. Auch hier ist für uns als Linke auch ganz klar, Klimaschutz muss geschehen und die Klimaziele müssen eingehalten werden. Deutschland muss den Beitrag dazu leisten, den Klimawandel zu stoppen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Die Frage ist ja, auf welchem Wege man das erreicht. Und hier sagen wir ganz klar, es geht nicht, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Bürgerinnen und Bürger da die Last tragen und vor allem, dass sie die alleine tragen sollen, die Kosten für den Klimawandel zu tragen. Das heißt ganz konkret, wir wollen nicht, dass das Leben der Menschen teurer wird, dass Lebenserhaltungskosten steigen, sondern wir möchten, dass diejenigen, die die Hauptursache am Klimawandel tragen, auch entsprechend die Kosten da schultern müssen. Und dazu gehört, dass man sagt, wir müssen Reichtum stärker besteuern und wir müssen brauchen mehr Investitionen. Das heißt, auch hier ganz konkret, es reicht nicht oder es ist der vollkommen falsche Weg zu sagen, man macht jetzt Sprit teurer. Nein, man muss investieren in öffentlichen Nahverkehr, man muss Alternativen schaffen, man muss beim notwendigen Umbau auch der Autoindustrie, auch da die Beschäftigten mitnehmen, dass da eben auch da kein Arbeitsplatzverlust entsteht und auch da nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Leidtragenden sind. Auch in dem Zusammenhang ist ein ganz wichtiger Aspekt das Thema Abrüstung, denn Rüstung und Rüstungsexporte sind auch große Klimakiller und das ist ja für uns Linke schon immer ein wichtiges Thema gewesen, dass wir sagen, wir brauchen konsequente Friedenspolitik und die brauchen wir auch im Hinblick auf den Klimawandel. Ja, von mir nochmal die besten Wünsche. Wir haben ja ein neues Jahrzehnt. Und dieses neue Jahrzehnt bringt logischerweise auch für die Linke wie für alle anderen politischen Kräfte neue Herausforderungen. Ich glaube, dass man, wenn man sich die Politik der Großen Koalition anschaut und ihre mehr oder weniger Unfähigkeit, noch große Entscheidungen zu treffen, dass da die Herausforderungen für uns als Linke wirklich groß sind. Und wie meine Mitvorsitzende begrüße ich ausdrücklich, dass wir die inhaltlichen Debatten hier auf unserer Klausur nicht mehr zuallererst funktional geführt haben, sondern eben wirklich nach Inhalten. Das ist ein großer Fortschritt und ich hoffe, dass wir im neuen Jahrzehnt hier wirklich auch insgesamt als Linke eine neue Kultur darbieten können. Für uns ist wichtig, ich will das nochmal unterstreichen, dass wir Zuversicht wiederherstellen, Zuversicht in unserem Land und darüber hinaus. Und das wird am Ende des Tages nur durch Sicherheit möglich sein. Wir positionieren uns ganz klar gegen die gespaltene Gesellschaft, die es in Deutschland gibt. Deswegen waren diese Themen bei uns zentral. Das Thema Bildung muss
einen zentralen Punkt für die Linke einnehmen. Wir wollen die Bildungsaufstiegspartei sein. Das Thema spielte heute in Verantwortung logischerweise der Bildungspolitiker eine sehr, sehr große Rolle, dass wir neben den bekannten Dingen, dass wir in Kitas und Grundschulen die Bildung dort ausbauen wollen, dass wir selbstverständlich für Gebührenfreiheit und lebenslanges Lernen eintreten, für gemeinsames Lernen. Diese Punkte wollen wir wirklich ergänzen, dass wir noch mehr verbinden wollen, soziale und auch wissenschaftlich-technische Aufstiegsmöglichkeiten, dass es hier eine Korrespondenz gibt, dass wir dort auch beweisen, dort, wo Linke in Verantwortung ist, siehe Bildungsminister in Thüringen, dass wir ganz konkret etwas für die Menschen in unserem Land umsetzen können. Ja, eine kleine Bemerkung noch ergänzend zu dem Thema Klimaschutz. Ich teile das ausdrücklich. Klimaschutz muss es letztlich für die Menschen besser und gerechter machen. Das Klima darf nicht spalten. Das ist ein völlig anderer Ansatz als der Linken. Wir predigen keine Verzichtsideologie, sondern wir wollen den Wandel in anderer Weise gestalten, auch den Wandel in den Schlüsselindustrien in Deutschland. Natürlich sind wir nicht irgendwie gegen diesen Standort Deutschland, das ist alles absurd, sondern wir wollen es so gestalten, dass Perspektiven für die Menschen erhalten bleiben, weil ansonsten das erstens teurer wird und die Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung zurückgehen wird. Deswegen auch unser Ansatz, die neue Spaltung Stadt-Land, die darf definitiv nicht vertieft werden, sondern ist auch unsere Aufgabe, hier etwas mitzutun. Letztlich geht es darum, dass wir in diesem Land Gewicht auf der Waage des Politikwechsels werden. Ich habe gesagt, die jetzige Koalition ist kein Zukunftsmodell. Natürlich muss es so sein, dass es Möglichkeiten jenseits der Union gibt. Das ist unser strategisches Ziel. Allerletzte Bemerkung von mir in Kürze. Heute die Debatte zum Thema Iran, Irak, Nahe Osten, USA, will ich gar nichts weiter ergänzen, zwei kompetente Gäste. Aber ich will darauf verweisen, dass wir als Linke dafür gesorgt haben, dass gestern der Verteidigungsausschuss und der Auswärtige Ausschuss getagt haben. Wir als Linke haben eine Regierungserklärung der Kanzlerin beantragt. Und so wie Wolfgang Schäuble dafür gesorgt hat, dass das stattgefunden hat, auf unseren Antrag, so hoffe ich, dass auch die Kanzlerin in dieser ausgesprochen schwierigen Situation, die auch durch die Deeskalationsreden von Trump und aus dem Iran ja nicht beendet ist, dass das angenommen wird und dass wir über deutsche Rolle in Europa und was es an Lösungsmöglichkeiten gibt, auch im Deutschen Bundestag reden. Dankeschön. Gibt es Nachfragen? Frau Palzer. Frau Mohamed Ali, Sie haben gesagt, Sie haben das Klimapaket beschlossen. Das ist nicht Sprachgebrauch bei allen Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ist das aber jetzt der Sprachgebrauch des Vorstandes? Na, es ist ja so geschehen. Also wir haben den Aktionsplan Klimagerechtigkeit beschlossen. Es ist allerdings richtig, das mag jetzt daher kommen, es sind an einigen Stellen sind noch einige Formulierungen abzustimmen. Es ist halt ein sehr großes Paket, wo wir sehr viele Debatten auch darüber geführt haben und wir haben gestern nicht alle Details geschafft, aber das werden wir jetzt, diese Details werden wir jetzt auf den nächsten Fraktionssitzungen nachholen. Harry. Es sind ja zwei ganze Kapitel noch offen, zu Verkehr und Energie. Da würde mich von den beiden Fraktionsvorsitzenden Ihr persönlicher Standpunkt interessieren zum Verbot von Inlandsflügen bis 500 Kilometer und zum Verbot des Verbrennungsmotors bis 2030. Vielleicht ganz direkt dazu. Na, es ist nicht richtig, dass diese Kapitel jetzt ganz offen sind. Davon sind ja auch weite Teile bereits Konsens und es sind an einigen Stellen in diesen Kapiteln sind noch Formulierungen zu klären. Also es ist also nicht so, dass insgesamt diese Themen noch nicht besprochen sind. Also ich will da nur noch mal anschließen. Die Dinge sind in der Substanz entschieden und da geht es natürlich nicht darum, dass dann Abgeordnete Redaktionsarbeit machen, sondern das wird von den entsprechenden Fachpolitikern jetzt so vorbereitet, dass wir schon am Dienstag ein Kapitel beschließen werden, das ist ganz sicher, und dann auf zwei weiteren Fraktionssitzungen den Rest. Also das ist entschieden, aber es ist natürlich so, wir sollten dann nicht beginnen, Redaktionsarbeit zu machen und natürlich gibt es auch Punkte, die entschieden werden müssen, das haben wir ja auch im Klimapaket gemacht, was Ihre beiden Punkte betrifft. Wissen Sie, meine Position ist da ganz klar. Warum gibt es keine Flüge mehr von Berlin nach Hamburg? Aus einem Grund, weil die Bahn ist unschlagbar geworden. Und das muss das Ziel sein. Verbote helfen uns nicht weiter, sondern wir müssen die Bahn so attraktiv machen, sowohl preislich als auch was die Geschwindigkeit betrifft, dass Inlandsflüge sich letztlich darüber erledigen. Und nicht, indem wir sagen, wir verbieten, das ist nicht unser Ansatz. Nochmal,
Wir wollen, dass es gerechter wird und deswegen braucht es auch Investitionen. Da hat Gott sei Dank die Bundesregierung ja ein bisschen was von dem, was wir schon früher gefordert haben, zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer auf Tickets von 19% auf 7%, Ausbau des Schienennetzes, leider viel zu wenig. Das muss geschehen. Dann werden auch Inlandsflüge und vielleicht sogar Flüge im engeren europäischen Ausland nicht mehr attraktiv sein. Nur das kann der Weg sein. Alles andere ist meines Erachtens falsch und da ist eben zum Beispiel eine Kerosinsteuer, dass das und das Flüge eben, das ist ein Irrsinn, dass man eben für 18 € oder auch für 9,95 € von Mallorca nach Berlin fliegen kann. Das ist allerdings falsch und das ist auch staatliche Aufgabe, das wird kaum möglich sein. Was war der zweite mit dem Verbrennungsmotor? Auch da haben wir als Linke ja mehrfach, und das war keine Aufgabe, die wir jetzt auf der Klausur hatten, über den Verbrennungsmotor zu reden. Es muss natürlich darum gehen, dass hier, ich habe darauf verwiesen, wissenschaftlich-technischer Fortschritt, da geht es auch um das Thema Wasserstoff. Zu sagen, wir verbieten den Verbrennungsmotor, wie eine andere Partei sagt, bis 2030, da sei immer, wieso eigentlich nicht 29, nur weil 30 eine runde Zahl ist. Ich finde dieses Herangehen falsch. Ich finde vernünftig, dass es jetzt Gott sei Dank eine Strategie gibt, was die Elektromobilität betrifft, als wichtige Übergangstechnologie. Aber dazu gehört eben wirklich Ausbauladestationen. Da muss wirklich ernsthaft was passieren. Attraktion von Modellen. Wenn wir nicht ein Elektroauto unter 20.000 € haben, das spielt bei uns eine große Rolle mit dem ganzen Tesla und so weiter, kann sich doch kein Mensch leisten, nicht mal Bundestagsabgeordnete, die jetzige. Und die kriegen ja relativ pünktlich und reichhaltige Überweisungen, aber ist ja kaum drin. Also da muss viel mehr geschehen, aber festzulegen, jedenfalls ist das bisher ja Beschlusslage und das ist auch im Übrigen keine Aufgabe der Fraktion, sondern das kann man gegebenenfalls in einem Wahlprogramm entscheiden, ob man sowas fordert. Ich finde das nicht sonderlich schlau, sondern ich glaube, dass da eben der Ansatz, den ich vorhin beschrieben habe, der richtige ist, so wie bei Inlandsflügen, so auch beim Verbrennungsmotor, dass es den irgendwann vielleicht nicht mehr gibt, kann sein. Ich würde da gerne noch einen Satz ergänzen. Also für uns ist entscheidend auch, dass individuelle Mobilität auch erhalten bleibt. Und das ist ja auch das Bedrohungsszenario, das so ein Schlagwort wie das Aus des Verbrennungsmotors bedeutet. Ganz klar ist, wir brauchen klimaschonende, am liebsten klimaneutrale Transportmöglichkeiten, auch individuell. Das muss technisch möglich gemacht werden. Ich bin jetzt keine Ingenieurin, da möchte ich mich im Detail auch nicht dazu äußern, aber ganz klar ist, dass Klimaschutz auch nicht dazu führen darf. Und da muss man alles daran setzen, dass individuelle Reisemöglichkeiten, Verkehrsmobilitätsmöglichkeiten, dass die eingeschränkt werden und dass das für das Leben für die Menschen dadurch schwerer gemacht wird. Das darf nicht das Ziel von Klimapolitik sein. Da schließe ich mich an, ja. Frau Schiemens. Ich würde noch mal ein anderes Thema aufmachen wollen, denn die Partei startet ja in der nächsten Woche mit Regionalkonferenzen im Vorfeld einer großen Strategie-Debatte, weil es ja nicht alles so rosig erscheint, auch wenn es heute und gestern ja alles ganz harmonisch war, aber die tiefgreifenden Probleme bei den Linken, die bleiben ja. Welches Feedback bekommen Sie denn von der Basis? Also worauf läuft es bei dieser Strategiekonferenz heraus? Was sagen Ihnen in Ihren Wahlkreisen die Leute? Wo brennt's? Also da kann ich jetzt ein bisschen was aus, jetzt ganz konkret bei mir aus Niedersachsen berichten. Also erstmal ist es, ich möchte da auch nichts vorwegnehmen. Diese Strategiedebatte ist wichtig, weil ich glaube, dass es für uns als Linke auch wichtig und gut ist, zu überlegen, wie wir uns strategisch gut ausrichten können, um eben noch mehr Menschen für unsere Politik zu begeistern. Das ist doch ganz klar. Die Debatte wird geführt werden und es gibt da jetzt die Möglichkeit auch, dass alle Genossinnen und Genossen auch bundesweit Impulse da reingeben in diese Strategiedebatte und dann wird darüber, das werden die Parteivorsitzenden oder der Partei Vorstand wird das genau im Detail klären, wie diese Konferenzen dann stattfinden. Das ist ja nicht unsere Aufgabe. Aber was ich erlebe, das kann ich sagen von mir aus Niedersachsen, auch da ist es immer ein bisschen schwierig, insgesamt für die gesamte Parteibasis zu sprechen, aber so als Stoßrichtung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Linke in der Kommunikation klar herausarbeiten, was unsere Kernthemen sind und wo wir im Kern stehen. Dass ganz klar ist in der Kommunikation, für was steht die Linke, was will die Linke ganz konkret erreichen. Und ich glaube, dafür ist es auch wichtig, dass man sich in der Kommunikation konkretisiert und auf große Themen auch beschränkt und vielleicht hinschaut und nicht zu sehr guckt in sehr, sehr vielen Einzeldetails, Einzelfragen zu klären, sondern tatsächlich einen etwas größeren Aufschlag dazu wagen. Wie das ganz konkret aussieht, werden die Debatten ja sowieso ergeben, aber das ist so mein Eindruck, den ich so ein bisschen aus Niedersachsen mitbringen kann, nach meinem Eindruck. Ja. Also ich finde erstmal sehr richtig, dass es eine Strategiedebatte gibt, wenn man wie wir im letzten Jahr Ergebnisse hat mit den herausragenden Wahlsieg in Thüringen und dem hervorragenden Ergebnis in Bremen und andererseits den schweren Niederlagen, die wir
insbesondere bei der Europawahl, aber auch in Brandenburg und in Sachsen zu verzeichnen haben, dann muss man strategische Grundfragen stellen. Und ich würde da gerne unterscheiden. Einmal die Frage, was ist Sozialismus im 21. Jahrhundert? Die ist jetzt nicht mit Blick auf die Bundestagswahl zu behandeln. Diese strategischen Fragen, die auch programmatische Fragen sind, müssen aufgerufen werden. Das ist auch in der Partei Konsens, aber das ist kein Prozess, der jetzt irgendwie kurzfristig läuft. Und dann geht es, ob da der Begriff Strategie, wenn der richtig ist, sei mal dahingestellt, geht es mit den Regionalkonferenzen und dieser geplanten Konferenz in Kassel darum, die Strategie insbesondere zu den Bundestagswahlen zu behandeln. Das finde ich richtig. Ich erlebe allerdings vor allen Dingen eins, dass, ja, teile das ausdrücklich, Konzentration auf unsere zentralen Themen, und das ist nun mal zuallererst das Soziale in Verbindung mit Ökologie, Verkehr und so weiter, aber vor allen Dingen gibt es einen Wunsch, und der ist der, dass die Linke gemeinsam agiert. Und da gibt ja wenig, was man von anderen Parteien lernen kann, aber das kann man von den Grünen lernen. Die haben bei allen Differenzen eins geschafft, man denkt immer, die haben alle eine Meinung. Das muss man bei uns nicht. Ich will gerne auch die Kontroverse in der Sache haben. Das haben wir gut beim Klimapaket jetzt hier hingekriegt, obwohl das gar nicht der Hauptpunkt war. Es war genauso bei dem Thema wirtschaftliche Entwicklung, wo natürlich Meinungen unterschiedlicher Natur aufeinanderprallen. Das ist völlig in Ordnung. Aber der Kern ist, dass nicht mehr inhaltliche Positionierung auf der Folie machtpolitische Auseinandersetzung gesehen werden. Und da gibt es unendlich viel Hoffnung, die jetzt auch in uns gesetzt wird. Logischerweise finde ich die sehr berechtigt, das wird Sie nicht überraschen. Aber das gilt natürlich auch für die Entscheidungen, die wir jetzt im Laufe des Jahres treffen müssen. Wir als Fraktion sind mit dieser Klausur, glaube ich, erstmal gut aufgestellt. Aber wir haben unendlich viele Dinge, die wir auch noch entscheiden müssen und wo wir Herausforderungen haben. Dürfen dabei eins nicht vergessen, dass unser zentraler Punkt die Auseinandersetzung mit dieser desolaten Regierung ist. Das ist unsere Kernaufgabe. Und wir sind nicht Partei, sondern wir sind Bundestagsfraktion. Ja, nochmal vielleicht eine Nachfrage an Sie beide. Was war denn jetzt dieses Jahr im Vergleich zu anderen Klausuren schöner, harmonischer? Was lief jetzt konkret anders oder war es wie immer? Vielleicht lassen Sie mal hinter die Tür blicken. Na gut, ich habe schon ganz viele Klausuren mitgemacht und auch schon harmonische und so. Das ist ja, nicht so, dass wir früher uns bei Klausuren irgendwie geschlagen hätten. Das ist ja nicht der Fall. Es gab eine Erkenntnis. Also ich habe ja verstanden, dass man bis zu den Wahlentscheidungen, die wir getroffen haben, auch, da es ja um Personen geht, da auch mit den möglichen Mitteln auch sich auseinandersetzt. Und da das aber, das ist ja das Gute, das ist jetzt entschieden. Wir werden bis zum Ende dieser Legislatur Fraktionsvorsitzende sein und die Arbeitskreisleiter an der PGF, die sind entschieden. Punkt aus. Und wir haben die Verantwortung und das ist angenommen worden. Und dadurch, dass wir jetzt auch, um das vielleicht noch zu ergänzen, auch mit den beiden Parteivorsitzenden ja mehrfach zusammengesessen haben, wir auch morgen ist das, ne? Oder heute sogar. Nee, heute gehen wir ordentlich, ist das heute? Was denn? Zum Refugio da? Das ist heute Abend. Das ist heute, ja. Wir gehen also heute zu, das ist heute Abend, ja, gehen wir gemeinsam dorthin, werden morgen früh bei der Gremienberatung sein. Also wir wollen es auch bewusst, auch für Sie, damit Sie sehen, also ja, es ist alles gut, wir lieben uns alle. Also nein, aber die Ernsthaftigkeit bei der Sache ist, dass das in der Fraktion, und das ist wirklich neu, dass es in der Fraktion angenommen worden ist. Das können wir jetzt, dass wir das so sehen, wird Sie nicht überraschen. Aber wenn Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fragen, vermute ich, wird es ein ähnliches Bild geben. Das ist immer noch ein paar, bei einigen wenigen, ein paar Restverletzungen. Das war ja hier und da im Vorfeld zu lesen. Ja, das ist, so ist das Leben. Also, ich kann mich dem nur deswegen teilweise anschließen, weil ich ja das erste Mal eine Fraktionsklausur aus dieser Perspektive wahrgenommen habe. Und vorher habe ich ja noch bei den anderen Abgeordneten, Kolleginnen und Kollegen. Es gab noch eine in Berlin. Ach so. Ja, nein, das wollen wir nicht vertiefen. Naja, deswegen möchte ich das gar nicht unbedingt so bewerten, was jetzt ganz konkret anders war. Ich kann das bestätigen, dass es diesmal sehr gut war und dass ich auch genau den gleichen Eindruck hatte, den Dietmar gerade geschildert hat, dass es insgesamt gut angenommen wird, wie wir das beide machen. Und ich denke, so kann das so weitergehen. Herr Schalken nochmal. Wie hoch war denn Ihre Erfahrung, nach, dass Sie schon so viele Klausuren erlebt haben, die Teilnahme? Es fehlt Ihnen ja einige. Ist das unüblich gewesen? Oder? Also, es gibt natürlich einige objektive Gründe, das muss man einfach sagen. Sie wissen, dass wir einige Dauerkranke haben. Dann hatten wir die Ausschusssitzung, wo natürlich dann gestern ein paar mehr gefehlt haben. Am Ende ja,
ich habe das auch auf der Klausur gesagt, dass mir der Anteil derjenigen, die gefehlt haben, alle waren begründet, es gab niemanden, der unentschuldig gefehlt hat, aber dass mir der Anteil etwas hoch war, das finde ich schon, aber um das auch klar zu sagen, es waren über 70% anwesend, das kann man verbessern, das werden wir auch verbessern, hat aber auch ein bisschen jetzt damit zu tun, muss ich ehrlicherweise sagen, wir haben diese Entscheidung ja dann auch erst getroffen, nachdem wir gewählt worden sind, Tagesordnung, alles, was dazugehört, das war dann für manch einen kurzfristig und da waren wir dann auch so fair und haben nicht gesagt, du musst jetzt aus Bali unbedingt einen Tag eher da sein. Das wäre auch unangemessen, finde ich. Tja. Doreen, letzte Frage. Es sind ja noch zwei Posten im Fraktionsvorstand offen. Wann werden die denn besetzt? Das haben wir im Vorstand entschieden am Mittwoch. Wir werden in der ersten Fraktionssitzung im Februar die Wahl durchführen. Jetzt aber die allerletzte Frage. Schauen Sie kurz. Richtig. Und dann die anderen in den zwei. Richtig, richtig. Das muss, wie gesagt, das ist wirklich der Punkt, dass das entsprechend vorbereitet werden soll, auch von den Fachpolitikern. Und dadurch, dass es in dem Kapitel vergleichsweise, da haben wir die unsere Stellvertreterin Susanne Ferschel etwas gedrückt, ob sie denn, damit wir Dienstag, wie gesagt, eins noch abschließen können. Und das wollen wir jetzt die anderen beiden auch machen. Das ist ja dann immer so extremer Druck für die Leute, weil die muss das jetzt heute, morgen und Montag muss es im Vorstand vorliegen. Das ist schon eine kleine Herausforderung. Das ist alles leistbar, aber die armen Mitarbeiterinnen, wir können ja nicht so wie bei den Abgeordneten, denen können wir sagen, setz dich Sonntag hin. Aber bei den Mitarbeitern sind wir ja so, wie wir das von der Gesellschaft wollen, auch in unserer Fraktion, unheimlich solidarisch. Ja,